Ali, bist du bereit? Ja, bin ich. Let's go. Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum heute der Hasen neben mir sitzt. Und zwar, heute kommt das Video, warum ich früher gemobbt wurde. Ja Leute, ich bin einfach daneben, um ihn zu unterstützen, Leute. Das ist kein Prank, wo man Streiche macht. Das ist oder kein FAQ. Oder keine Challenge oder ein Blog oder irgendetwas. Ja, das ist einfach was Ernsthaftes und was Schwieriges, ohne Skript. Das ist einfach aus Erinnerungen. Einfach schauen, dass man die Erinnerungen wieder herbekommt und die Sachen raushaut. Fertig, ja. Okay. So wie bei mir damals in meinem Video. Habe ich auch geschaut, dass ich alles so gut wie möglich sage und ja. Ja Leute, und zwar an die meisten, die mein Video damals kennen, wo ich damals gemobbt wurde, habe ich zum Schluss gesagt, dass Ayub auch noch ein Video raushauen wird. Mein Video ist jetzt über ein Jahr her, das war im März 2017 oder Mai 2017, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Auf jeden Fall, ja, habe ich gesagt, dass Ayub auch ein Video rausbringen wird. Und ja, wir haben halt alle natürlich in einem Dorf gewohnt, Leute, in einem Kackdorf, ja, wo Rassisten, Nazihafte, Untermenschen, Hunde, Köpfekinder, Flamingo-Kinder, Rusputsch-Kinder, Taschifnone-Kinder, alles Mögliche, ja, dort leben. Ey, größten Hunde, ja, alle, die dort wohnen, sind die größten Hunde in meinen Augen. So, auf jeden Fall, ich wünsche keinen, dass er dort irgendwie landet oder irgendwie da hinkommt oder vorbeifährt, keine Ahnung, das wünsche ich keinen, wirklich. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Sache an. Ja, das glaube ich, war eine Art, was? Sieben oder acht Jahre. Erzähl mal die erste Sache. Also in der Schule, wir hatten so Pause. Also Leute, ich versuche es euch jetzt so gut wie möglich zu erklären. Tut mir leid, wenn ich nicht alles sagen kann. Also in der Schule war Pause. Ich hatte ein Pausenbrot, also so Salami-Brot halt. Und jetzt kommt halt. Sie haben mein Salami-Brot gegen ein Schweinefleischbrot ausgetauscht. Also, um das jetzt mal nochmal zu erklären, er hat ein Salami-Brot gehabt, ja. Und also, das nicht. Also, wir essen kein Schweinefleisch, also, das war so Pute, glaube ich, oder Rind, keine Ahnung. Und die haben sein Brot ausgetauscht gegen ein Schweinefleischbrot. Ja, genau, Schweinefleisch-Salami-Brot, ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Schweinefleischbrot, wie es sich anhört. Gibt es Schweinefleischbrot? Ja. Schweinefleisch. Schweinewurstbrot. Ja, genau so. Auf jeden Fall, das ist schon eine kranke Sache. Ja, wie kommt man auf die Idee, jemanden sein Brot auszutauschen, damit er Schweinefleisch isst? Mit Absicht, weil die wussten, er darf kein Schweinefleisch essen. Ja, so. Dann gab es Eskalation. Meine Eltern sind hingegangen, die haben mich mitgenommen. Ihr kennt das, Kanaken können nicht so gut Deutsch, haben sie mich mitgenommen. Und bei mir war das Problem, wenn es um ihn ging, bin ich ausgetickt. Ja. Ich bin ausgetickt. Ist heute noch so, wenn es um ihn geht, ticke ich komplett aus. Alles andere juckt mich nicht, aber sobald es um ihn geht, vorbei, dass ich nur mehr schwarz, rot, Digga. Alles, mir egal, wer vor mir steht, Alter. Das juckt mich herzlich wenig. So, auf jeden Fall sind wir da hingegangen, da meinten sie, ja, Kinder, kann man nichts machen. Haben die halt einen kleinen Streich gespielt, bla 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 bla. Dann erzieh deine kleinen Kinder, Alter. Ja, dann erzieh mal deine kleinen Kinder. Ja, würde das mein Kind machen, ey, puh, was der von mir an. Boah, was der von mir bekommen würde. Digga, ehrlich jetzt. Auf jeden Fall, ja, hatte ich gegessen, okay, Kinder, kann man nichts machen. Und, ja, ja, Kinder, das waren Eselkinder. So, Eselkinder auf jeden Fall. So, und dann bleiben wir noch bei diesem Schweinefleisch, ja? So, erzähl mal, was diese Lehrerin gemacht hat. Boah, Alter, ich hasse diese Lehrerin abgrundtief. Also Leute, diese Frau wusste ganz genau, dass ich kein Schweinefleisch essen darf. Und das sogar, sie wusste sogar, was passiert ist, dass diese Kinder mir ein Schweinefleischbrot gegeben haben. Sie wusste es. Also, um es auf den Punkt zu bringen, er ging in eine Schule, die haben dort immer gekocht und Mittagessen zusammen gemacht. Und ja, dann Mama, also unsere Mutter hat dieser Frau gesagt von Anfang an, okay, Ayub bekommt kein Schweinefleisch. Egal, ob es Wurst, ob es Salami ist, oder ob es, weiß ich nicht, Steak oder keine Ahnung, er bekommt kein Schweinefleisch. Ja, so, alles andere, okay, nur kein Schweinefleisch bitte. Okay, passt, unterschrieben, Ayub bekommt kein Schweinefleisch. Er bekommt Pute, Rind, weiß ich nicht was, ja, Huhn und so weiter. Auf jeden Fall,
Jetzt kommt der Oberknaller. Was macht die Lehrerin? Sie gibt mir Schwein zum Essen. Jeden verfickten Tag drückt sie ihm auf dem Teller Schweinefleisch. Und Ayub denkt sich, okay, meine Mama hat das mit der Lehrerin ausgemacht, dass ich kein Schweinefleisch bekomme. Und alles ist gut. Alles ist gut, ja. Ayub isst das natürlich und er denkt im Kopf, das ist eh wahrscheinlich Huhn oder Rind oder Pute oder Tutan oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist egal. Auf jeden Fall drückt die ihm wirklich jeden Tag Schweinefleisch rein auf den Teller. Und das wusste er nicht. So, und dann, wie ist alles rausgekommen? Kannst du sagen? Ja, ich war nicht der einzige Ausländer in meiner Klasse. Und es gab auch eine Muslima, die war etwas schlauer als ich. Und die hat es irgendwie herausgefunden. Und die hat es dann ihrer Mutter erzählt. Und meine Mutter und der Muslima, ihre Mutter, waren befreundet. Wie hieß diese Muslima? Weißt du nicht, bitte? Nein, nein. Ich kann mich nicht mal an ihren Namen erinnern. Und die Mutter von der Muslima hat es meiner Mutter erzählt. Und dann war alles vorbei. Nein, ist vorbei. Dann ist wirklich, meine Mutter war dann mit dieses Thema Schweinefleisch komplett ausgerastet, komplett ausgetippt. Dahin gegangen. Ich glaube, meine Mutter wurde sogar geschlagen. Ich glaube, ohne Scheiß, die wollte seine Haare packen. Boah, Gesicht gegen Band, Alter. Ey, mein Gott, Alter, das ist so, warum macht man sowas, warum, das ist, da merkt ich schon, dass Rassisten, wenn ich jemandem sage, okay, Digga, das, du hast eine Verantwortung zu tragen, Digga, wenn die Mutter kommt und sagt, mein Sohn bekommt kein Schweinefleisch zu essen, dann bekommt er auch kein Schweinefleisch, fertig, Digga, da gibt's keine Diskussion und drückt ihn nicht mit Absicht, oder muss sagen, ja, die anderen Kinder bekommen Schweinefleisch und er nicht, was sollen die anderen Kinder, fertig, Alter, wenn meine Mutter das zahlt, dann bekommt er auch das, fertig, kapisch, da gibt es auch nichts zu diskutieren, Alter, aber nein, die machen das mit Absicht, weil es rassistische Hunde sind. So, ja, auf jeden Fall gehen wir von diesem Schweinefleisch-Thema weg und gehen wir jetzt zu diesem anderen Thema, und das war... Also Wir haben auch schon wieder mal gekocht, so Nudeln halt. Der Lehrer hatte, also die Nudeln waren in einem Topf und der Lehrer hatte so Wasser in so einem Wasserkocher. Weißt du, ja, oder? Nicht Wasserkocher, die Nudeln waren in so Dings. In so ja, einfach, Topf. Ihr habt Nudeln gekocht eigentlich. Ja, Nudeln in einem großen Kochtopf. Ja. Und der Lehrer hat angeblich, unabsichtlich, Wasser, also das heiße Wasser mit den Nudeln, über meinen Arm gekippt. Ihr müsst euch vorstellen, stell dir vor, jemand gibt dir ein brennendes, heißes, gekochtes Wasser über deinen Fuß oder über deinen Kopf oder irgendetwas. Digga. Und Leute, es hat so höllisch gebrannt, ganzen Tag. Ich musste Eisbeutel drauf tragen. Angeblich nicht mit Absicht. Angeblich nicht mit Absicht, Digga. Angeblich. Herdplatte fällt es auf einem seinen Arm da drauf. Ne? Ach komm, Alter, ihr könnt komm, verarscht mit anderen, ihr rassistischen Hunde, Digga. Ja, da merkt man das einfach. Auf jeden Fall, dieser Lehrer wurde auf jeden Fall angezeigt, Leute. Ja, brauchte ich nicht sagen, warum habt ihr ihn nicht angezeigt? Dieser Lehrer wurde angezeigt von mir. Ich habe mich da genau erkundigt und hab ihn dann angezeigt. Und ja, hast du schon diverses Geld bekommen bei ihm. Auf jeden Fall, der Lehrer hat wurde suspendiert. Ist auf der Schule geflogen, aber im Endeffekt hat er dann zugegeben, dass es absichtlich war, weil er Ayub nicht leiden konnte. Ich hoffe, er ist jetzt so ein Müllmann, Alter, oder so. Kann man ja nicht unter der Brücke, Alter, ja. Bastard, der nimmt keine Schule mehr, Ayub. Da steht überall drin, was er gemacht hat. Er hat einen Akt, oder? Das ist ja normal. Auf jeden Fall, ja, der hat dann zugegeben, dass er Ayub nicht leiden konnte. Digga, du bist ein kleines Kind, Digga, wie kannst du ein kleines Kind nicht leiden, Digga? Er hat dir das gesagt, warum er nicht leiden konnte. Keine Ahnung, ich kann mich selber nicht mehr ganz genau erinnern. Auf jeden Fall, er wurde suspendiert, bla bla bla. Ayub hat dann Schmerzensgeld bekommen, keine Ahnung wie viel. Ist jetzt auch Nebensache, das ist scheißegal. Und ja, so, kommen wir zu der nächsten Sache. Ja, Leute, die nächste Sache ist wegen meiner Zahnlücke. Tja, das sehe ich auch, also, in den Kommentaren. Das ist jetzt eine kleine Sache, nichts Großes. Das ist nicht schlimm. Ich meine auch, okay, es geht halt übertreiben, okay, Tanzverbot Junior, ist egal, hat der eine Zahnlücke, der bekommt sowieso bald eine Zahnspange, oder? Ja. Und dann geht es halt zu, das ist normal. Ja, Digga, er wurde halt oft beleidigt wegen seiner scheiß Zahnlücke. Ja. So, was
gab es noch? Ja, was ist noch passiert? Ja, Leute, dann irgendwann mal wurde es richtig ekelhaft. Sie haben einfach so 3-4 Kinder haben meinen Kopf in die Kloschüssel reingesteckt. Das kennt man einfach vom Fernsehen oder von den Filmen her. Das mehrere Leute gehen auf einen los und machen seinen Kopf in die Kloschüssel rein, Digga. Digga, das ist ekelhaft. Oder unter Wasser haben, glaube ich, haben die auch gemacht, ne? Ja. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Alter. Das und Leute, einmal wurde sogar Geld von der Klassenkasse geklaut. Und dann? Für eine Klassenfahrt oder sowas. Ja. Oder für einen Zoo. Und ja. Leute, mir wurde einfach die Schuld gegeben. Es ist, glaube ich, Polizei gekommen, geklärt. Ah, genau, das kann daran kann ich erinnern. Genau, angeblich hat er Geld geklaut. Und da gab es Klassenkasse. So eine Klassenkasse und das ist halt für so Ausflüge gedacht oder wenn die irgendwo hinfahren oder in die Stadt gehen, Eis essen und so weiter. Und angeblich hat Ayub dieses Geld geklaut, ja. Ey, und Ayub ist der Letzte, der klaut, das weiß ich ganz genau. Du kannst ihm eine Million Euro hinnehmen, der Typ greift es nicht an, der fasst es nicht an, ja. So, und ihm wurde die Schuld gegeben, bla bla bla, Diskussion, Polizei kam, Polizei hat es geglaubt, was er das war. Wer kommt wieder? Ich natürlich. Ich muss wieder reden und sagen, warum soll er das gewesen sein? Warum nicht dieser Thomas oder dieser Alex oder dieser Fabian? Und ja, diese Lisa. Aber ausgerechnet auf ihn, weil er ein Kamacke ist, ne? Weil er ein Ausländer ist. So läuft das ab. Naja, was will man machen, Alter? Ehrlich, ohne Scheiß, es ist einfach lächerlich. Traurig, Leute, traurig. Ja, Leute, und dann gab es noch so eine Sache, wo sie einfach mein Fahrrad zerstört haben. Die haben die Reifen zerplatzen lassen, das Fahrrad, die Lackierung einfach zerkratzt und irgendwo hingeschmissen. Heftig. Und später haben wir es gefunden und dann war es einfach vorbei, Alter. Ich habe, glaube ich, noch geweint, weil... Das ist normal, das war so ein kleiner Junge. Das war mein erstes Fahrrad. Normal weinst du, Leute. Du warst auch ein kleiner Junge, Alter. Ja, Leute, Alter, ich weiß nicht, willst du noch was sagen oder willst du irgendwas machen? Nein, ich glaube, ich kann noch ein paar Sachen, aber die will ich nicht erzählen. Ja, ja, okay. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Yo, Leute, eins möchte ich euch noch sagen. Mobbt keinen, es macht gar nicht Spaß. Versetzt euch mal in denjenigen, den ihr mobbt. In die Lage. Und dann, ja, in die Lage. Und dann? Stell dich mal vor, denjenigen, den ihr mobbt. Er bekommt irgendwann mal sicher Selbstmordgedanken. Und wenn er wirklich stirbt, dann habt ihr Schuldgefühl, dann habt ihr Schuldgefühle euer Leben lang. Und das ist nicht gut, Leute. Deswegen, das macht man generell nicht, andere fertig machen und so. Man kann Späße machen, ja. Gegenseitig so, dass die andere Person weiß, okay, das ist Spaß, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss hier. Ja. Gebt dem wieder einen Daumen nach oben. Zeigt uns, wie stark. Also, wenn ihr. Ja, Leute, auf jeden Fall machen wir jetzt Schluss. Ja, wenn ihr gegen Mobbing seid, dann zeigt es mir einfach mit einem Daumen nach oben. Kommentiert es. Folgt auf Snapchat, folgt auf Instagram. Und auf Musical.ly. Und auf Musical.ly, ja. Und auf Instagram mache ich dann. Heute oder ja, heute kommt das, glaube ich, das Video online. Ja. Heute oder morgen mache ich eine Verlosung, also es gibt was Cooles zu gewinnen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und ciao. Ciao.